Die CRISPR-Cas9-Methode ist ein neues Verfahren in der Biotechnologie. Mithilfe dieses Verfahrens können präzise genetische Veränderungen am Erbgut vorgenommen werden. Diese Technologie könnte die Welt verändern, wie es damals die Computer in den 70er Jahren taten. Bisherige genetische Veränderungen wurden eher zufällig vorgenommen und führte mitunter zu unerwünschten Nebeneffekten. Dies ändert sich mit der neuen Methode drastisch. Sie ist nicht nur viel präziser, sondern sie senkt auch die Kosten und die benötigte Zeit um ein Vielfaches. Denkbar sind auf das Erbgut zugeschnittene Medikamente, aber auch das Vorbeugen von genetisch bedingten Krankheiten rückt wieder in den Fokus, da dank dieser Methode gefährliche Gensequenzen repariert werden können. Die Biotechnologieunternehmen haben bereits einen gut gefüllten Rucksack. Entzündungskrankheiten, Krebstherapien oder auch seltene genetische Krankheiten bieten sehr gute Wachstumschancen. Dank CRISPR-Cas9, dieser neuen Methode, sind nun die Wachstumsfantasien zusätzlich angefacht worden. Um als Investor von dieser Entwicklung profitieren zu können, machen Einzelanlagen wenig Sinn, da viele Unternehmen entweder sehr klein sind oder nur sich auf ein Produkt spezialisiert haben. Am besten investieren Sie in einen breit diversifizierten Biotech-Fonds.